Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Im Südsudan spielt sich im Moment eine der größten humanitären Katastrophen der Welt ab. Es ist bitter, auch für uns, die wir schon seit langem den Südsudan mit unterstützen. Vorgängermission UNMISS mit NMS waren wir bereits aktiv und seit 2011 sind wir auch in UNMISS mit 2S im Südsudan mit aktiv. Und seit der Zeit begleite ich auch diese Mission und es ist immer ein Auf und Ab. Und in den letzten 3 Jahren haben wir leider wieder einen Abwärtstrend miterleben müssen. Die aufflammenden Konflikte ab 2016 haben vieles an Entwicklung des Daba auch wieder mit zerstört. Trotzdem sind wir heute mutiger und schauen wir heute positiver in die Zukunft, als wir es noch vor der Debatte vor einem Jahr getan haben. Es gibt im Moment im Südsudan ein Friedensabkommen, das gab es damals noch nicht. Ich war vor kurzem gemeinsam mit dem Wehrbeauftragten Staatssekretär Silberhorn und einigen weiteren Kollegen, Herrn Hart, Herrn Loos, auch vor Ort und habe mir selbst ein Bild gemacht. Und von den Vertretern der VN wurde uns bestätigt, dass das Friedensabkommen zumindest in größeren Teilen des Landes hält, dass die politisch motivierte Gewalt zurückgeht, dass sich Oppositionspolitiker frei im Land bewegen können. Das war lange Zeit auch nicht der Fall. Und dass es bei den Flüchtlingen auch eine leichte Rückwärtsbewegung gibt. Ungefähr 135.000 Flüchtlinge sind zurückgekehrt im letzten Jahr. Das zeigt, dass sich die Menschen auch ein positiveres Bild von der Zukunft des Landes haben, als sie es noch vor einem Jahr haben, als die Richtung genau die andere war. Nichtsdestotrotz, über die Zustände im Land ist gesprochen worden. Der Südsudan ist wirklich am Boden. Und UNMISS ist der einzig wirkliche Stabilitätsanker in diesem Land. Deutschland beteiligt sich mit 14 Soldaten. Das hat zum einen natürlich einen symbolischen Wert. Wir unterstreichen damit auch gegenüber der VN unsere Unterstützung für die Mission. Wir sind Teil der Mission, sind auch in den Absprachen und der Planung und so weiter beteiligt und leisten nicht nur einen großen finanziellen Beitrag für das Land, sondern auch einen Beitrag mit unseren Soldatinnen und Soldaten. Aber der Beitrag, den unsere 14 Männer dort leisten, ist weit mehr als nur symbolisch. Wir stellen dort Schlüsselpersonen und ich freue mich sehr, dass heute Oberst Büschen unter uns ist. Oberst Büschen war ein Jahr lang der Chef der Militärbeobachter, der internationalen Militärbeobachter im Südsudan, eine Truppe international von ungefähr 200 Männern und Frauen, die für uns Auge und Ohr der Mission sind. Ohne diese Militärbeobachter wüssten wir nicht, was sich dort tatsächlich abspielt. Medien gibt es kaum. Und Herr Büschen, ich bitte Sie, richten Sie Ihren Männern auch unseren Dank aus für Ihren schwierigen Auftrag. Südsudan ist kein Einsatz. Da kann man mal klatschen. Der Südsudan ist kein Einsatz wie jeder andere. Gerade die Militärbeobachter sind oftmals in fernab jeder Zivilisation mit unterwegs, ohne Zugang zu medizinischer Versorgung. Und sie gehen ein hohes persönliches Risiko ein für das Land, für die Vereinten Nationen und letztlich auch für uns. Ihr Einsatz ist wichtig für UNMISS und UNMISS ist die zentrale Hoffnung für den Südsudan. Deswegen unterstützen wir weiterhin den Einsatz. Und meine Damen und Herren, ich bitte Sie jetzt um Zustimmung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich schließe die Aussprache und gebe Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstimmung über die Beschlussempfehlung des